Hallo und herzlich willkommen im Land der Wikinger. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn es heißt Valheim. Ja, wir spielen heute Valheim. Es geht weiter bei unserem Spiel, Leute. Und ja, wir sind wirklich, haben den zweiten Boss gelegt in der letzten Folge. Ich habe jetzt noch ein bisschen, schaut mal hier, Bronze gefarmt. Ja, wir haben hier 20 Bronzebarren und könnten jetzt unsere Ausrüstung aufwerten. Ja, und das werden wir auch tun. Das werden wir heute in Angriff nehmen. Und dann möchte ich heute unbedingt noch in den Sumpf gehen und die erste Krypta leer farmen. Also, es gibt viel zu tun. Fangen wir an. Wir werden jetzt erstmal beginnen. Und zwar werde ich rübergehen in meine alte Base. Da ist auch noch jede Menge Bronze und erstmal oder überhaupt mal anfangen, unsere Ausrüstung aufzuwerten. Denn ich denke, wenn wir so Stufe 3, 4 haben, die ganze Ausrüstung, dann tun wir uns auf alle Fälle leichter im Sumpf. Und wir müssen uns ja auch noch eine Waffe schmieden. Also es gibt viel zu tun. Holen wir mal, ui, schaut mal hier, 35 Barren mit Bronze. Ja, das ist wirklich jede Menge. Und jetzt schauen wir mal, was wir dafür machen können. Müssen wir mal gucken. Ich möchte natürlich zuerst mal einen Streitkolben haben. Brauchst du noch Streitkolben? Ich denke, den holen wir uns. Das kostet mich 8. 4 Holz, Lederreste und 8. Okay, das werde ich schnell holen, das ganze Zeugs. Hier haben wir die Lederreste. Dann holen wir ein bisschen Holz. Ein wenig Holz. Schnappen uns das Bronze, ja, und stellen erstmal den Streitkolben her. Zack. Jetzt haben wir schon mal eine fette Einhandwaffe, sehr, sehr gut. So, und jetzt wird aufgewertet. Ja, jetzt werden wir zuerst mal den Brustpanzer, ja, bei Bronzebarren, hallo, da müssen wir natürlich zuschlagen, ganz klar. Die nächste Stufe kostet 6, macht nichts. Werden wir natürlich auch gleich aufwerten. Ja. Hier haben wir den Beinschutz, den Helm. Das kostet alles nur 3. Das werden wir jetzt alles aufwerten, komplett, soweit es geht. So, jetzt hätte ich noch den Trollumhang. Schauen wir mal, können wir den vielleicht aufwerten? Den Bogen. Den Bogen, der ist schon auf Max. Der Trollleder um. Ah, da brauche ich Stufe 5 von der Werkbank. Wie erreiche ich das? Schauen hier. Was haben wir denn schon? Das meiste haben wir hier schon. Okay, ich habe hier jetzt alles verbraucht an Kupfer. Werde jetzt mal weitergehen in unsere neue Base. Mal schauen, was wir da noch haben. Was wir jetzt noch aufwerten können. Wie viel Bronze wir noch brauchen. Und da werde ich nämlich ein bisschen dann halt noch farmen. Jetzt schauen wir mal. Also wir haben unsere Brust ist auf Level 3. Das passt. Unser Beinschutz ist auch auf Level 3. Das passt auch. Unser Bronzehelm auch. Wir haben jetzt den Streitkolben haben wir noch auf 2. Und das Schild haben wir noch auf 2. Dazu bräuchte man 18 Bronze. Das ist doch ein bisschen viel vielleicht. Weiß nicht, ob ich das alles noch zusammen farmen möchte. Oder ob wir uns jetzt wirklich mal auf den Weg in den Sumpf machen. Ich denke, ja, sobald die Nacht vorbei ist, ist es Zeit. Dann machen wir uns einfach mal jetzt auf den Weg. Ich schmeiße jetzt alles mal hier rein noch. Tja, oder wir nehmen eventuell noch einen Karren mit, könnten wir eigentlich tun, aber da stelle ich noch mal einen her. Machen wir schnell ein paar Bronzenägel und dann bauen wir einfach noch mal einen Karren. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt gleich mal auf den Weg, oder? Suchen uns einen Sumpf, ja? Also fahren mit dem Schiff einfach mal. Ja, ich würde trotzdem warten, bis der Tag vorbei ist. Fahren dann einfach mal mit dem Schiff, irgendwo an Sumpf hinstellen, dort ein Portal auf, werden das Schiff in gebührendem Abstand ein bisschen parken und dann geht's los. Dann gehen wir Richtung Sumpf. So ist der Plan. Das wollen wir jetzt tun. Ich repariere noch mal schnell alles. Hol noch ein bisschen Buffwood.
Dann denke ich, ist der Tag auch bald zu Ende. Ja, dann geht's in den Sumpf. Okay, es wird Nacht. Das heißt, wir werden jetzt schlafen und dann machen wir uns auf zum Sumpf. Ich bin so gespannt und habe so Bock drauf. Ah, ich wollte noch ein bisschen Buffwood machen. Das werde ich noch schnell auffüllen. Hier noch ein bisschen. Oh, das reicht schon. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben alles fürs Portal. Ja, das passt. Let's go. So, wir legen uns jetzt schlafen und dann machen wir uns auf in den Sumpf. So, der nächste Morgen ist angebrochen. Jetzt geht's los, Leute. Buffwood reingehauen. Zack, zack, zack. Und let's go ab in den Sumpf. Ich habe alles dabei, was ich brauche. Wir schnappen uns jetzt unser Boot. Und ich würde sagen, wir fahren dann mal die Küste ab. Ja, hier ist das Wetter noch nicht so gut. Okay, macht aber nichts. Auf geht's. So, das Segel gesetzt. Ein bisschen um die Sandbank noch herum. Und dann würde ich sagen, geht's los. Stürmisches Wetter, Wikingerwetter. Aber genau das Richtige für uns. Oh, Achtung. Oh, die Wellen, die sind sehr massiv heute. Ein bisschen Segel runterlassen. Und wenn wir es überleben, dann let's go. Unser Schiff, ja, das wird gerade ein wilder Seegang haben wir hier. Ja, aber ich hoffe, das passt jetzt endlich. Auf geht's. Wir sind ja schlecht. Wir zucken uns jetzt einen Sumpf. Eieieiei. So, jetzt aber los geht's. Jetzt haben wir natürlich wieder keinen Wind hier. Das ist ja okay, dann halt paddeln. Hier sehe ich den ersten Baum. Ich hätte jetzt gerade umgedreht und wäre zu dem ersten Sumpf gegangen. Aber das passt. Lass ich jetzt mal gleich hier anlegen. Ja, schauen wir, fahren wir noch ein bisschen weiter hier. Ich denke, nach diesem Stein, da können wir irgendwo anlegen. Oder hier zwischendrin in der kleinen Bucht. Da ist schon der erste Baum vom Sumpf. Sehr, sehr gut. Ja, hier ist eine Bucht. Und ich denke, hier werden wir auf alle Fälle anlegen. So. Perfekt. Sehr gut. Okay. Dann werde ich hier gleich mal eine Werkbank aufbauen. Dass wir hier auch das Boot dann wieder reparieren können. Dann würde ich sagen, oh, schaut mal, hier ist schon der erste. Hier ist der erste Wirkul. Oh, die kommen schon. Das wird spannend jetzt. Mal sehen, wie viel wir aushalten. Der erste Trauger ist hier. Ah, den haben wir gut weggehauen. Oh, da kommen zwei Schleime. Okay, jetzt wird spannend. Ja, die werden mich doch jetzt nicht gleich killen hier. Oder ich fahre einfach wieder weg. Okay, dann sind es doch hier ein paar Gegner zu viel vielleicht. Hier die Trauger kriege ich ganz gut platt. Das Problem sind jetzt nur diese dummen Slimer hier. Okay, funktioniert. Oh, ich muss aufpassen, ich bin gleich down. Es wird gefährlich hier. Ja, ich bin vergiftet und das war's. Yo, liebe Leute, da. Jetzt haben wir ein Problem hier. Ja. Jetzt habe ich gar nichts. Weder Ausrüstung noch sonst irgendetwas. Und komme vermutlich. Ja, die werden wir mein Boot jetzt auch zerstören. Einfach alles, was da ist. So schnell kann es gehen in diesem Spiel. Ich dachte wirklich, ich bin gut ausgerüstet. Aber das war dann wohl nicht so. Ich probiere es jetzt einfach mal mit diesem kleinen Floß hier. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Ich bin sehr gespannt, wieso an meinen Stuff wieder hinkomme. Das könnte ein bisschen schwierig werden, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich muss einfach nur am Rand hier segeln, dann wird es schon. Ja, mal sehen, ob wir in unseren Stuff hinkommen. Das war jetzt natürlich richtig blöd, ein richtig dummer Start. Aber es waren halt so 6 Gegner vom Sumpf und ja, ich hätte weiter weg ankern müssen. Das war sehr unüberlegt.
Und so gut ist mein Equip in dem Fall doch noch nicht. Also wir müssen da noch etwas... ja, wenn ein, zwei Gegner schaffe ich, aber halt 6 Stück auf keinen Fall. Das war einfach zu viel. Ich fahre jetzt mal Richtung... mit diesem tollen Floß hier... in Richtung von meinem Boot. Ich hoffe, das existiert noch. Schauen wir mal. So Leute, ich bin jetzt in der Nähe meines Staffes. Ich hoffe, die ganzen Gegner sind nicht mehr da vom Sumpf, weil sonst habe ich ein Problem. Es ist ja auch noch Nacht, da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ja, also ich wage mich mal noch nicht so nah an die Küste ran, denn ja, die schwimmen natürlich auch, die Gegner, und sie werden mich schon gebührend empfangen, denke ich mal. Von dem her muss ich ein bisschen aufpassen hier. Ja, jetzt ist der nächste Tag angebrochen. Ich denke, jetzt können wir uns aufmachen. Jetzt fahren wir mal langsam hier hin und sehen mal, schauen wir mal, ob die Gegner noch da sind. Wenn ja, dann habe ich ein Problem. Ich hoffe, die haben sich zurückgezogen. Mein Boot, ich sehe das zwar, aber ich denke, das wird zerstört sein. Ja, ich werde jetzt mal hier anlegen mit diesem tollen Floß hier und dann hier oben über die Klippe gehen und einfach hoffen. Ja, ich sehe sie hier schon, ich sehe sie hier überall schon. Also hier ist mal auf alle Fälle ein Troll, aber der kann mich eigentlich nicht killen. Versuche jetzt ganz, ganz schnell zu meinem Stuff zu kommen. Hier ist einer, aber das ist nicht so schlimm. Das sind die Schleimer sind noch da. Ich hole mir jetzt mein Stuff und hau einfach mal ab hier. Ganz, ganz schnell weg. Okay, das sieht sehr gut aus. Stuff erstmal anlegen, ganz schnell ausrüsten. Zack. Okay, das passt. Wunderbar. Wir sind wieder da. Jetzt versuchen wir mal den Slime hier zu killen. Wenn wir den schon mal weg haben, dann sieht schon viel besser aus. Oh, der hat den Slime für mich gekillt, kann das sein? Sehr, sehr gut. Das Boot ist zwar noch da. Ich werde jetzt gleich mal meine Nahkampfwaffen hier auf 1 und 2 legen. So. Den Umhang müssen wir noch anlegen. Und dann sind wir wieder startklar. Hauen uns gleich mal Buffut rein. Okay, puh, das war ja schon ganz schön laufenaufreibend hier am Anfang. Ich hoffe, es geht jetzt nicht so weiter. Ist mein Boot noch da? Kann das sein? Oh, ich habe Schlamm. Ich habe Schleimbombe, kann ich jetzt machen. Ich muss die ganzen Sachen looten. Eine Trophäe gesammelt, sehr, sehr gut. Ja, werde mich jetzt mal langsam hier ranwagen. Wir sind hier zu nah am Sumpf dran. Das geht gar nicht hier. Ja, schaut mal, hier sind die ganzen... Oh, es schießt schon wieder ein auf mich. Okay, aber den hole ich mir jetzt. Oh, die sind schon sehr massiv. Man muss mal oft draufhauen, bis die down gehen. Habe ich schon wieder die Taschen voll hier. Ich werde was in mein Boot reinlegen. Ja, haben wir ja genug Platz. Oh, Achtung, da kommt schon. Wow, 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 wow. Okay, gut. Ja, mit den Einzelnen komme ich eigentlich gut klar jetzt. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Nur wenn sie halt im Verband kommen, dann wird es schwierig. Ich habe jetzt schon Trophäen gesammelt und... Ja, Schlundegel, das sind die... ekelhaften Viecher hier. Ja, der Sumpf empfängt mich schon gebührend hier. Ja, der Sumpf hier ist, glaube ich, ziemlich groß. Ich sehe hier noch die Bäume, also sehr, sehr weit weg. Schaut mal, hier auf der Seite ist ja gar kein Sumpf. Oh, Leute, wir müssen auf die andere Seite rüber. Hier drüben ist der Sumpf, der große. Ja, ich blick's gar nicht hier. Ich check's gar nicht. Ja, okay, aber nee, hier sind nur ein paar Bäume. Ne, wir gehen hier rüber. Hier ist großer Sumpf. Und hier ist auch Grasland. Ja, lasst uns mal darüber gehen. Und bauen wir da alles auf. Nicht auf dieser Seite, sondern hier. Na, sieht doch viel, viel besser aus da drüben.
Jo, das machen wir auch. Ich hoffe, das sind keine Ebenen. Schauen wir mal, ob hier Grasland ist. Aber ich denke schon. So, wir gelandet. Das war's. Schnell das Boot reparieren. Ja, zack. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt in den Sumpf. Ich lege den Bogen noch auf 3. Okay, das passt wunderbar. Dann gehen wir mal langsam voran. Erkunden wir mal den Sumpf. Ich bin gespannt, Leute. Es geht zum ersten Mal in den Sumpf. Ja, das ist wirklich das Biom, denke ich, wo die meisten aufhören mit Valheim zu spielen. Weil das ist wirklich sehr, sehr knackig. Habt ihr vorhin gesehen, was da passieren kann? Kommt halt einfach mal gleich 6 Gegner und weg bist du. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig gewesen. Aber jetzt schaut mal hier. Ja, hier geht's los. Hier ist der Sumpf. Oh, ich denke, hier haben wir gleich so ein krasses Sumpfmonster. Kann das sein? Hier sind ein paar Skelette. Die nuken wir gleich mal weg hier. Nur One-Hit. Das ist krass. Okay, passt. Gut, dann herzlich willkommen im schlimmsten Biom in Valheim. Muss mich selber erstmal ein bisschen erkunden. Hier ist doch mal eins. Zack. Okay, die können nichts. Dann schauen wir mal rein hier. Ja, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Und oh, hier schießt noch einer auf uns. Ah, ist auch ein Skelett. Ja, hier wird es natürlich jetzt gleich richtig düster. Ja, ganz, ganz üble Sache hier. Muss man wirklich... Oh, hier hinten. Da sehe ich schon was leuchten. Könnte das... Ah, das ist ein Schleim. Okay, dann versuche ich mal mit dem... Oh, Achtung, das, wer schießt hier auf mich? Hier ist ein Auge. Ja, Gegner ohne Ende hier gleich. Hier geht's richtig ab. Okay, den machen wir schnell so platt. Oh, Achtung, ich muss mich schon wieder verziehen hier. Aufpassen, bin gleich down. Hier geht's wirklich sehr, sehr schnell. Ja, der Schleim kommt natürlich auch schon her angerannt. Yep, ein Treffer und ich bin down. Ganz, ganz schnell weg hier. Ja, da kommt schon die nächsten. Ich leg jetzt auch mal meinen Bogen an hier. Jo, der haut mich wirklich aus den Latschen hier. Ich muss ganz, ganz schnell weg. Das ist ja wirklich krass. Aber gut, die erste Buffuts können wir hier schon einsammeln. Ja, dieses Fleisch, da kann man wirklich was Gutes, glaubt, draus kochen. Wir gehen jetzt einfach wieder rein. Hier steht schon der nächste Trauger und wartet auf uns. Boah, das ist wirklich Wahnsinn. Nicht ohne hier. Ich kann hier wohl auch Bäume fällen und bekomme hier alte Rinde. Die brauche ich auch, um das große Schiff dann herzustellen. Gleich mal probieren, hier einen Baum zu fällen. Sehen, ob es die Rinde da rausgibt. Okay, uralte Rinde habe ich bekommen. Ah, hier ist schon der nächste Gegner. Ja, das ist ja Wahnsinn hier. Und der Schleim kommt auch schon. Den würde ich mir zuerst vornehmen. Junge, Junge. Rübensamen. Okay, die kann man anbauen. Kann man auch Barfood draus kochen. Cool. Haben wir da auch schon was gefunden. Jo, ich habe 24 Leben. Ich denke, soll ich weitergehen? Das ist schon übel hier. Also eine Krypta wäre nicht schlecht. Hier hinten leuchtet was grün. Könnte das eine Krypta sein? Hier ist eine Krypta. Schaut mal, hier geradeaus geht's weiter. Da müssen wir jetzt hinkommen. Da müssen wir rein. Das ist das Ziel. Ich hoffe, wir schaffen das. Wir rennen jetzt einfach gleich durch, oder? Würde ich sagen. Scheiß auf die Gegner hier. Ja, hier ist die Krypta. Schaut mal.
3 Trauer hier. Okay. Hier ist keine Krypta. Nein. Das gibt's doch nicht. Vielleicht finden wir doch noch eine Krypta hier. Das wäre wirklich sehr, sehr nice. Das erste Eisen mal abbauen könnten. Dann hätten wir wenigstens noch einen kleinen Erfolg hier. So ist halt schon. Oh, hier ist eine Krypta. Ganz sicher. Schaut mal. Yes. Okay, gleich rein hier. Oh, was ist das hier? Oha. Oha. Ein roter Slime. Okay, den tricksen wir aus. Öffnen und hinein. Boah, unsere erste Krypta, Leute. Was für ein harter Kampf das war. Wirklich Wahnsinn. Und jetzt, ja, jetzt geht's hier rein. Und schaut mal, hier ist gleich ein schlammiger Schrotthaufen. Auf beiden Seiten. Das zeige ich euch dann gleich. Ich will noch schnell... Oh, hier muss man doch tauchen. Achso. Es wird gruselig hier. Okay, wir legen jetzt unsere Hacke an. Und hauen da mal etwas weg davon. So, und jetzt schaut mal, haben wir was bekommen? Nein, noch nicht. Jetzt haben wir Eisenschrott bekommen. Und daraus können wir Eisen machen. Jetzt müssen wir sammeln. Und in dieser Krypta, da gibt es Kisten. Da bekommen wir auch den Eisenschrott her. Und natürlich von diesen schlammigen Schrotthaufen, die wir abholen müssen. Ja? Und hier erwartet uns gleich ein Trauger. Sehr, sehr nice. Den können wir vielleicht abknallen hier. Oh, ein Slime. Hat er mich vergiftet? Kommen die hier hoch? Ich glaube nicht. Ja, zum Glück schaffen die es nicht. Aber ich bin vergiftet. Es kostet mich gut Leben. Gut, die können wir zum Glück hier so wegnehmen. Ich muss nicht gegen die kämpfen. Und den ersten haben wir gleich. Sehr gut. Oh, jetzt kommt ein Bogenschütze. Ah. Ich habe 36 Leben. Ja, so Giftresi-Tränke wäre nicht schlecht. Ich denke, das war's hier. Haben wir alles. Leichenhaufen. Oh, Achtung, das Fondi. Den müssen wir gleich abbauen nachher. Sobald ich den hier down habe. Leute, ich bin in der Krypta wieder gestorben. Es macht wirklich keinen Spaß hier im Sumpf. Ja, es ist wirklich ganz, ganz übel. Jetzt muss ich natürlich wieder dahin laufen. Wirklich krass, also wirklich krass, wirklich krass. So, nochmal ein bisschen Stuff hier reinballern und los geht's. Ich denke, ich weiß nicht, haben wir Nacht? Mal schauen, ob wir vielleicht schlafen müssen. Ja, die Zeit läuft hier mir hier davon. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ein harter Kampf hier ums Eisen, ja, das ist gar nicht so einfach hier fast zu bekommen. Richtig hart, ja, ist wirklich schwer verdient, ja. Bin froh, wenn wir dieses Biom durchhaben. Aber wir stehen ja noch am Anfang, wir müssen noch so viele Kryptas leerräumen. So, jetzt muss ich nur an mein Stuff kommen, das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden, ja. Denn hier sind, oh doch, ich habe die Gegenstände, boah, Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. So, ist jetzt die Frage, gehen wir zurück? Wir haben nur 2 Eisenschrott, das ist wirklich gar nichts. Ich muss doch ein bisschen mehr holen. Das reicht noch nicht. Aber wir können gutes Buffhut machen, sehe ich gerade. Wir haben schon viel von den Jaugern, von dem Fleisch hier, in den Innereien. Da kann man eine gute Wurst draus machen. Das ist ja klar, Innereienwurst, das passt. So, schnappen wir uns mal diese hier. Elite Trauger, ja toll. Das ist natürlich noch viel, viel cooler. So, einer schon mal weg. Okay, das war's. Wieder weg hier. Sonst bin ich wieder gleich down. Boah, Junge, das ist ja Wahnsinn. Ich krieg den Knochenhaufen hier nicht platt. Einfach irre. War's erstmal. Ich habe leider keine Pfeile mehr. Ich muss erstmal Nachschub holen. Also raus und zurück zur Base. Ein paar Pfeile machen. Oh ja, Leute, wieder zurück in unsere Base. Das war wirklich ein harter Ausflug hier im Sumpf.
Boah, übel. Wir müssen uns ein bisschen besser noch vorbereiten. Das heißt, die besten Pfeile machen, die es gibt. Das brauchen wir unbedingt. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Pfeile mitnehmen. Ja, die Taschen jetzt einfach wieder leer machen. Schaut mal hier. Bronzepfeile, wenn... Oh, boah, die sind ja teuer. Wahnsinn. Da brauchen wir ein Bronze dafür für 20 Pfeile. Nee, das können wir leider nicht herstellen. Das ist mir da doch ein bisschen zu teuer. Ah, ja, wir werden hier die ganz normalen Pfeile machen. Aber die guten Feuersteinpfeile oder Feuerpfeile gleich. Ja, eventuell Feuerpfeile. Da haben wir gut Material da. Da werde ich mir jetzt mal 200 Stück herstellen. Und dann geht es zurück in die Gruft. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Jetzt haben wir wirklich genug getan. Genug gestorben hier in diesem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Es geht beim nächsten Mal weiter und da räumen wir dann wirklich die Krypten leer. Hoffe ich mal zumindest. Ich habe wirklich gedacht, es wäre einfacher im Sumpf. Ich habe ja, nicht damit gerechnet, dass es wirklich so schwer wird. Aber gut, wir werden uns da doch kämpfen. Und mit Eisenrüstung wird es dann auch einfacher werden. Ja? Und dann kriegen wir das schon hin. Ja? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Der Zuckt ist raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.